Ja, hallo ich mal, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age. Entschuldigung, Inquisition. Also wenn es da nichts zu berichten gibt, dann gehen wir woanders hin. Die Frau weiß nur wo. Also eigentlich haben wir ja da oben lauter. Naja, wobei wir haben. Ah, Schutz der Felder und so. Was ist das? Die Söldnerfestung. Ich bin mir unschlüssig. Vielleicht sollte ich jetzt auch einfach mal den Zeitpunkt nutzen, um dahin zu reisen, oder? Komm, go. Jetzt machen wir mal die Story hier weiter. Es kann ja jetzt sein, dass ich über 30 Folgen oder so nur die eine Map hier mache. Also das ist ja, das geht so nicht. Vor allem, ich muss ja mal gucken, da kann man ja wieder Rüstungen herstellen und, oh, und Zeug und puh, schieß mich tot. Ah, da ist so Zeug halt. Neue Gebiete entdecken und oh, Zeug. Ganz viel Zeug kann man machen. Haven, das ist jetzt unsere, das ist unseres, ja. Okay, da reden wir, jetzt können wir wieder mit den ganzen Leuten reden, oder? Hier, Cassandra. Hey! Da tut sie sich stellen, ihren Körper stellen. Hier muss ich wieder herumflirten. Du bist beeindruckend. Ihr seid eine wahre Naturgewalt, oder? Ah. Wenn es notwendig ist. Naturgewalt. Das ist beeindruckend. Ihr schmeichelt mir. Ich versuche es. Habe ich das Richtige getan? Inwiefern? Was ich hier in Gang gesetzt habe, könnte alles zerstören, woran ich mein Leben lang geglaubt habe. Ach. Wer weiß. Vielleicht gehe ich ja als Verräterin, als Wahnsinnige, als Närrin in die Geschichte ein. Vielleicht. Und womöglich ist das sogar die Wahrheit. Da. Ihr musst es. Da forsche ich ja schon mal nach. Was glaubst du denn? Was sagt euch euer Glaube? Ich glaube, dass ihr unschuldig seid. Ich glaube, dass hier mehr vor sich geht, als wir erkennen können. Und ich glaube, dass niemand sonst willens ist, etwas dagegen zu unternehmen. Sie alle werden im Feuer stehen und sich beklagen, dass es heiß ist. Aber ist das hier auch der Wille des Erbauers? Ich kann es nur vermuten. Ich bin also nicht auserwählt. Ihr glaubt nicht daran, dass ich der Herold Andrastes bin? Ich glaube, dass ihr geschickt wurdet, um uns zu helfen. Zumindest hoffe ich. Tach, aber Hoffnung die Hilfe des zuletzt. Erbauers zeigt sich in unterschiedlichsten Formen. Ja, das stimmt. Es ist manchmal schwer zu erkennen, wem sie wirklich gilt. Und auf welche Weise? Okay. Du musstest es tun. Ihr hattet keine andere Wahl. Hatte ich nicht? Nein. Meine Ausbilder haben mir immer wieder eines gesagt. Du bist zu ungestüm, Cassandra. Denk nach, bevor du handelst. Ich erkenne einfach, was getan werden muss und tue es. Ich finde es sinnlos, mich im Kreis zu drehen wie ein Hund, der seinem Schwanz nachjagt. Aber ich habe euch anfangs falsch eingeschätzt, nicht wahr? Ich dachte, die Antwort liege klar und deutlich vor mir. Ich kann es mir nicht erlauben, noch einmal so fahrlässig zu sein. Du, das freut mich. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht dankbar bin, das zu hören. Ja, ich kann ein wenig harsch sein, ich weiß. Ihr sagtet, ihr glaubt, dass ihr auserwählt wurdet. Bedeutet das, ihr glaubt an den Erbauer? Ich glaube an die Elfengötter. ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Nun, ich schätze, es spielt keine Rolle. Ich muss daran glauben, dass wir aus einem bestimmten Grund auf diesen Weg gebracht wurden. Selbst wenn ihr es nicht tut. Jetzt müssen wir nur noch sehen, wohin er uns führt. Ja, lass mich nur einfach hier stehen.
während ich eigentlich mit dir gesprochen habe. Komm her. Mir ist bewusst geworden, dass ich im Grunde nicht sonderlich viel über euch weiß. Das stimmt. Was wollt ihr wissen? Ich bin mir nicht sicher. Woher kommt ihr? Ich sag's ihr. Mein Clan ist nie lange an einem Ort geblieben. Wir haben uns allerdings hauptsächlich in den freien Marschen aufgehalten. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass euer Volk so weit im Norden zu finden ist. Aber da habe ich mich offenbar getäuscht. Ich habe gehört, einige Mitglieder eures Clans könnten noch am Leben sein. Habt ihr vor, zu ihnen zurückzukehren? Mein Zuhause ist da, wo ich bin. Ich fühle mich immer da zu Hause, wo ich gerade bin. Ja, nachdem ich jahrelang für die Göttliche gearbeitet habe, geht es mir inzwischen genauso. Da forschen wir mal nach. Erzähl mir doch mal von dir. Ich würde euch gerne besser kennenlernen. Mhm. Ach, tatsächlich? Ja. Ist das ein Problem? Nicht unbedingt. Ich frage mich nur, welche Beweggründe ihr dafür habt. Okay. Ich möchte euch näher kommen. Ja. Es kann doch nicht schaden, wenn wir uns ein wenig näher kommen, oder? Doch, kann es. Tendenziell dagegen. Ist dem so. Na schön. Mein Name ist Cassandra Pentagast. Ich bin eine Tochter des Königshauses von Nevarra und stehe an 78. Stelle der Thronfolge. Ich habe mich als junge Frau den Suchern der Wahrheit angeschlossen und war Mitglied des Ordens, bis er der Kirche den Rücken gekehrt hat. Ich blieb weiterhin die rechte Hand der Göttlichen, gründete auf ihre Anweisung hin die Inquisition und jetzt bin ich hier. Das ist alles, was es zu wissen gibt, my lady. Du warst die Hand der Göttlichen. Ihr wart also die rechte Hand der Göttlichen? Der göttlichen Justinia, richtig. Und vorher die der göttlichen Beatrix, um genau zu sein. Diese Position ist normalerweise Templern aus den Reihen der Gottesritter vorbehalten. Aber in meinem Fall waren die Umstände ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Inwiefern? Ihr kennt die Geschichte nicht? Dem Erbauer sei Dank. Ich erzähle sie euch, wenn ihr es wünscht. Aber sie ist wirklich nicht so aufregend, wie alle tun. Um es kurz zu machen, ich habe der ehemaligen Göttlichen einst das Leben gerettet. Und als Belohnung wurde ich zu ihrer rechten Hand ernannt. Was ist denn eine rechte Hand? Und was genau macht eine rechte Hand? Wozu ist eure Hand in der Lage? Sie gibt, sie nimmt, sie winkt, sie ballt sich zur Faust. Liliana und ich haben den Einfluss der Göttlichen über die große Kathedrale hinaus erweitert. Wir gingen dorthin, wohin sie nicht konnte. Mhm. Nach Beatrix war ich der Position überdrüssig und wollte wieder zu den Suchern zurückkehren. Aber Justinia überzeugte mich davon zu bleiben. Ihre Vision der Zukunft gab mir Hoffnung. Also hast du an sie geglaubt. Ihr dachtet, sie könnte wirklich etwas ändern. Justinia wusste, dass der Krieg kommen würde. Und zwar lange bevor er begann. Sie hat versucht, ihn abzuwenden. Aber die Kräfte, die sich ihr entgegenstellten, waren zu stark. Manchmal muss man einen Knochen brechen, damit er wieder gerade zusammenwachsen kann. Und an diesem Punkt kommt die Inquisition ins Spiel. Aha. Sie sollte die Lösung sein. Ein Instrument der Bewahrung, ebenso wie eine Kraft des Wandels. Zum ich Knochen wünschte nur, brechen. Justinia hätte sie noch miterlebt. Ja, und du bist aus dem Königshaus. Ihr gehört der königlichen Familie Nevarras an? Die Pentagasts sind eine äußerst große Familie. Halb Cumberland könnte von sich dasselbe sagen. Cumberland bei den Pentagasts? Nein, aber es fühlt sich so an. Ich habe hunderte derart entfernte Verwandte, dass sie Schaubilder brauchen, um unsere Verwandtschaft zu beweisen. Und glaubt mir, die haben sie auch. So sehr wie die Pentagasts ihr kostbares Blut schätzen, könnte man meinen, es wäre flüssiges Gold. Seid ihr deshalb fortgegangen? Und ihr habt euch den Suchern angeschlossen, um dem zu entkommen? Es war kein Leben, das man führen möchte, glaubt mir. Die Pentagasts sind berühmte Drachenjäger, aber nur wenige gehen diesem Handwerk auch tatsächlich nach. Die meisten von ihnen sind faul und fett. Sie geben Lippenbekenntnisse gegenüber dem Erbauer ab und schwelgen in Müßiggang und vergangenem Ruhm. Mein Bruder war alles, was mich in Nevarra gehalten hatte. Als er fort war, war ich es auch. Was wurde denn aus dem Bruder? Erzählt mir von eurem Bruder. Das ist ja alles unspannend, ich aber naja. Ich möchte lieber nicht über Anthony sprechen. Ein andermal vielleicht. Ihr scheint euer Heimatland nicht sonderlich zu mögen.
Meine Familie hat es mir verdorben. Das Wenige, das ich von meinem Heimatland gesehen habe, war durch die Gitter eines goldenen Käfigs. Mein Onkel behandelte mich wie ein Porzellanpüppchen, das man in ein Regal stellt und nur dann abstaubt, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt. So habe ich Nevara, das echte Nevara, erst viel später kennengelernt. Und mir wurde bewusst, dass ich es überhaupt nicht kannte. Und was mit deinen Eltern? Euer Onkel? Was ist mit euren Eltern? Sie hatten das Pech, sich beim zweiten Versuch, König Markus zu stürzen, auf die falsche Seite zu stellen. Der König ließ sie hinrichten. Das ist ein gefallenes Viech. Meinen Bruder und mich verschonte er, weil wir Teil der Familie und damals noch Kinder waren. Also wuchsen wir bei meinem Onkel auf, einem Mortalitasi, der die Gesellschaft seiner Leichen derjenigen der Lebenden vorzog. Okay. Euer Onkel war ein Mortalitasi? Ein Todesmagier. Und er ist es immer noch. Meine Landsleute verbrennen ihre Toten nicht, sondern bestatten sie in speziellen Grüften. Die Mortalitasi beaufsichtigen diese Grüfte, wie Priester. Onkel Vestalus leitet die große Nekropole. Die Nevarana verbringen mehr Zeit damit, ihre toten Verwandten zu ehren, als ihre lebenden Angehörigen. Diese Faszination für den Tod und alles, was ihn umgibt, ist seltsam. Ich werde es nie verstehen. Och, naja. Also, wie bist du jetzt zur rechten Hand geworden? Wobei, also, das hast du doch schon erklärt. Wie wurdet ihr denn nun zur rechten Hand? Gütige Andraste, wollt ihr die Geschichte wirklich hören? Wie lange ist das jetzt her? 18 Jahre? 20? Dennoch reden einige... Die Geschichte wird immer größer, je öfter sie erzählt wird. Ich erkenne mich darin kaum noch wieder. Ach, so ist es mit Geschichten. Das passiert eben, wenn Geschichten zu Legenden werden. Ich bin keine Legende und ich war auch damals keine. Ich war eine junge Frau, die gerade erst ihre Ausbildung beendet. Ja, ja. Wenn andere sie erzählen, habe ich die göttliche Beatrix ganz allein vor einer Horde Drachen gerettet, die die große Kathedrale angriffen. Äußerst beeindruckend für eine junge Sucherin. Meint ihr nicht auch? Und die Wahrheit ist? Ich bin über eine Verschwörung gestolpert, deren Ziel es war, Beatrix zu ermorden. Der Drahtzieher war ein Kommandant der Templer. Und da waren tatsächlich Drachen bei der großen Kathedrale. Aber ich hatte Hilfe von einigen loyalen Magiern, die sich mir angeschlossen hatten. Sie haben die magische Kontrolle aufgehoben, unter der die Drachen standen. Ohne sie wären sowohl die Göttliche als auch ich gestorben. Und doch wurde ich die rechte Hand, während sie vergessen sind. Ach, du bist zauberhaft. Ihr seid zauberhaft, wisst ihr das? Nein, das weiß ich nicht. Ja, du hast aber zugestimmt. Ich verwahre mich dagegen. An mir ist überhaupt nichts zauberhaft. Das sehe ich anders. Ja. Ich glaube, ich mochte euch lieber, als ihr noch am Pranger standet. Ich überlasse euch dann mal wieder eure Arbeit. Also das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Ich flirte hier und dann werde ich so observiert. Och nö. Auf bald. Das wäre vorerst Man muss ja nicht übertreiben mit diesen Gesprächen. Dann bis zum nächsten Mal. Ne? Boah, das dauert schon immer ganz schön lang. Naja. Also gut, was können wir denn hier machen? Was? Stelle? Stühle? Könnt ihr das bis Mitte der Woche bewerkstelligen? Pferde, wählt ein Reittier. Drakulis? Hirsche? Unbekannt. Aha. Aber da kann ich Reittiere freischalten, oder was? Vereldische Vorder. Cool. Braucht es also andere. Quartiermeisterin Thrall ist sich bewusst, dass eure Arbeit ihre Zeit braucht, Ferret. Schon gut. Mitte der... Was mit den Verbesserungen? Könnt ihr mir helfen, meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern? Ja, wenn ihr einen neuen Rüstungsteil... Ihr könnt eurem Schwert in der Schlacht nicht einfach einen neuen Griff verpassen. Ja, damit wir ihn fachgerecht ersetzen können. Was gibt's hier? Erzähl mir von euch, was könnt ihr hier machen? Was, zurück... Wiedersehen. Wiedersehen. Als dann. Als dann. Kaufen, verkaufen, Rüstung herstellen. Jetzt schauen wir mal. Robuster Verteidigungsharnisch. Mittelschwer, schwer, leicht. Okay, nee, das ist alles... Da haben wir nur ein Schülerding. Das ist alles uninteressant. Lass es mich wissen.
Es war der Schülerstab. Lampe. Oder was haben wir denn noch hier? Ach, nur der. Es ist doch aber auch, weißt du. Waffenruhm. Feuerruhm. Können wir mit der Bianca mal irgendwas machen? Machen wir doch mal das. Okay, ein Visier. Haltbarer Griff. Oder nehmen wir das. Petrol oder Eisen. Komm, einfach nur Eisen. Bianca Bogen 1 verbessert. Ja. Dragostein. Trefferchance. 14% bei Flankenangriff. Nehmen wir doch das. Das klingt doch gut. Okay. Bianca Bogen 1. Bianca Bogen 1 verbessert. Weiß ich nicht, was das heißt überhaupt. Naja. Hier, Waffen modifizieren. Vielleicht da. Nee. Jägerstab des Feuers. Eisenborkengriff. Oho. Gut, nee. Falls ihr etwas braucht, lasst es mich. Die Rüstung. Was können wir damit machen? Entfernen kann ich. Achso, weil ich nur. Naja, gut, okay. Dann ein anderer. Schrott. Das war also nix. Dann gehen wir mal zum Varric. Dann schauen wir halt mal, wo die Quest weitergeht. Ne? Oh. Blöde Ansicht. Eine blöde Ansicht. Diese Wahrheiten hat der Erbauer mir. Wahrheiten. Komm, hört doch auf. Hey Varric, alter Stinker. Womit kann ich dienen? Reden wir über Rotes Lyrium. Ich wüsste gerne mehr über Rotes Lyrium. Ich werde euch erzählen, was ich weiß. Ach ja, das wirst aber ich viel. Ich denke, wir haben lange genug über Rotes Lyrium gesprochen. Ja, ist auch nicht gerade mein Lieblingsthema. Womit kann ich dienen? Darf ich euch etwas fragen, Varric? Ihr wollt über mich reden? Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Ja, komm. Das war alles. Danke, Varric. Wir gehen. Kein Problem. Tschüss. Mann, 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 Mann. Wie uninteressant. Hep. So, was ist denn da bei dir los? Kann ich euch irgendwie helfen? Falls ich Material für einen Spezialauftrag habe, bringe ich das zu. Das haben wir doch schon. Ja, ja. Einer meiner Jungs holt das Material dann ab und der Erbauer sei mit euch. Ja, mit dir, nett. Zwergisches Rätselkästchen. Aha. Obsidian. Was will man denn mit dem zwergischen Rätselkästchen? Was tut? Und da los? Euresgleichen hat ihre Heiligkeit getötet. Alles Lüge. Euresgleichen hat sich halt sterben lassen. Halt dein Maul, Magier. Es reicht jetzt. Hauptmann. Mhm. Das ist nicht mein Titel. Wir sind keine Templer mehr. Wir sind alle Teil der Inquisition. Und was genau heißt das? Ihr schon wieder, der Kanzler? Alte Verräter. Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Ich frage mich, Kommandant, ob eure Inquisition und ihr Herold die Ordnung wie versprochen wiederherstellen werden. Natürlich fragt ihr euch das. Zurück an die Arbeit, ihr alle. Tja, das frechte sich da. Hey, Gulln. Als wäre es nicht genug, dass sich Magier und Templer bekriegen. Jetzt bezichtigen sie sich gegenseitig, am Tod der Göttlichen schuld zu sein. Deshalb brauchen wir eine richtige Autorität, die sie zur Besinnung bringt. Etwa euch? Zweitklassige Kleriker, die nicht wichtig genug waren, um am Konklave teilzunehmen? Wer dann? Die aufrührerische Inquisition und ihr sogenannter Herold Andrastes? Wohl kaum. Aber einmal halt zusammen. Bis jetzt beharrt nur ihr darauf, dass wir nicht zusammenarbeiten können. Das könnten wir, wenn eure Inquisition die Autorität der Kirche anerkennen würde. Niemals. Bis zur Wahl einer neuen Göttlichen gibt es keine Autorität.
Zu gegebener Zeit wird Andraste uns führen. Nicht irgendeine verwirrte Wanderin auf einem Berg. Cool. Warum ist denn der da? Warum gestattet ihr dem Kanzler gleich nochmal zu bleiben? Euer Templer weiß offenbar, wo er die Grenze zu ziehen hat. Er ist harmlos. Es macht keinen Sinn, ihn zum Märtyrer zu machen, nur weil er große Worte schwingt. Allerdings ist der Kanzler ein guter Gradmesser dafür, was uns in Val Royeaux erwartet. In Val Royeaux? Werden die Göttliche jetzt getötet? Magier und Templer bekämpfen sich, obwohl wir nicht wissen, was im Tempel der Heiligen Asche wirklich passiert ist? Genau deshalb sollten wir die ganze Angelegenheit einer neuen Göttlichen überlassen. Falls ihr unschuldig seid, was heißt da, falls? Wird die Kirche das feststellen. Oder froh sein, einen Sündenbock zu haben. Denkt ihr, dass sich niemand um die Wahrheit schert? Wir trauern alle um Justinia. Aber ihr wärt nicht traurig, wenn der Herold Andrastes diskret unter den Teppich gekehrt würde. So, wie groß... Nee. Ja, hoffentlich lohnt sich's. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir Lösungen finden. Keine Kathedrale voller Kanzler. Das wäre ein Albtraum. Spottet nur! Ich bin sicher, der Erbauer ist weniger belustigt. Der Erbauer. Du bist ein Dödel. So, was ist denn hier? Das ist ein Questsymbol, da gehen wir hin. Da? Apotheker Edan wird schnellstmöglich weitere Rundumschläge für die Verletzten herstellen, ehrwürdige Mutter. Herold Andrastes. Wie steht es um eure Bemühungen, die Bresche zu schließen? Da arbeite ich dran. Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Eine Aufgabe wie das Schließen der Bresche ist eine schwere Bürde. Ich hoffe, ja, wem sagst du das, du? Wir erinnern uns an Andraste. Doch sie verkündete den Gesang des Lichts nicht alleine. Sie hatte Generäle beraten. Und obschon ich weiß, dass es Ketzerei ist, das zu sagen, sie hatte die Hilfe von Schaten dem Elf. Tut alles, was in eurer Macht steht. Aber erinnert euch derer, die euch helfen wollen. Ich könnte mal... Ich folge elfischen ist Göttern. Ist euch klar, dass ich die Götter meines Volkes verehre, nicht den Erbauer? Das mag sein, aber Andraste hat gelebt. Und ihre Taten, so geheimnisumwittert sie auch sein mögen, sind durch Fakten belegt. Wenn ihr schon nicht an den Gesang des Lichts glaubt, betrachtet ihn wenigstens als Karte der Gefahren, die euch erwarten können. Oh. Ich für meinen Teil kann nur beten, dass diese Inquisition weniger brutal ist als ihre Vorgängerin. Kann ich helfen? Kann ich euch oder euren Leuten irgendwie helfen? Meine Heiler brauchen mehr Vorräte. Wir haben angesichts der vielen Verwundeten kaum noch das Nötigste. Zeigt diese Liste Quartiermeisterin Thren. Sie kann uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Es ist nur eine kleine Gefälligkeit, doch sie würde meinen Heilern erlauben, viele Leben zu retten. Okay, tschüss. Ich will nicht nachforschen. Blutlotus. Mensch, hab ich noch nicht genug. Beweist, dass ihr auf Justinias Befehl hingehandelt habt oder verschwindet. Was ist denn das für ein lustiges Ding? Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Marquis. Tag für Tag treffen mehr Gläubige hier ein. Aber gestattet mir, dass ich euch die mutige Frau vorstelle, die ihr Leben riskierte, um der Magie der Bresche Einhalt zu gebieten. Lady Lavellen, darf ich vorstellen? Der Marquis de Rillon, einer der größten Unterstützer der göttlichen Justinia. De und der rechtmäßige Besitzer von Haven. Das Haus de Rillon stellte Justinia diese Ländereien als Pilgerstätte zur Verfügung. Für eure Inquisition gilt diese Übereinkunft nicht. Ja, er braucht eine Bleibe. Die Leute sind verletzt. Ihr könnt sie nicht einfach in die Kälte schicken. Wer hätte etwas davon, wenn die sie die göttliche blieben? Justinia, Marquis. Die Inquisition beschützt die Pilger, die sie betrauern, nicht die Kirche. Warum ignoriert die Kirche die Gläubigen? Weil sie noch immer unter Schock steht. Wir leben in dunklen Zeiten, euer Gnaden. Die göttliche Justinia würde nicht wollen, dass ihr Tod uns spaltet. Sie würde im Gegenteil darauf vertrauen, dass wir neue Bündnisse zum Wohle aller schmieden. Egal, wie seltsam sie uns auch erscheinen. Ja, das stimmt. Ne? Ah, sehr seltsam, muss ich zugeben. Ich werde darüber nachdenken, Lady Montillier. Bis ich meine Entscheidung gefällt habe, darf die Inquisition bleiben. Ist aber sehr freundlich.
Den hattest du aber gut im Griff. Ich bin wirklich froh, dass uns der Marquis nicht vor die Tür setzt. Seiner Gnaden ist nur einer von vielen Würdenträgern, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Dann erwartet ihr in Haven noch mehr Leute? Zweifellos. Und jeder Besucher wird die Geschichte der Inquisition nach seiner Abreise verbreiten. Clever. Eine Botschafterin sollte dafür sorgen, dass die Geschichte so schmeichelhaft wie möglich ist. Schön, dass du da bist. Die Inquisition kann sich glücklich schätzen, in euch eine Fürsprecherin zu haben, Lady Montpellier. Danke. Wollen wir es hoffen. Die Politik von Thedas ist neuerdings etwas aufgeregt. Ich hoffe, ich kann uns in ruhigere Gefilde führen. Aber jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe heute noch viel zu tun. Okay, Entschuldigung, dass ich mit dir geredet habe. Hey, wer bist denn du? Ihr seid der Herold. Naja, zumindest die Frau, die alle Herold nennen. Erstaunlich, dass sie eine Magierin als ihre Heldin akzeptieren. Noch dazu eine Dalish. Man muss euch nur ansehen, um zu wissen, dass ihr nie in einem Zirkel wart. Mein Name ist Minae. Ich erforsche Dämonen und andere Kreaturen. Sucherin Pentagast nutzt meine Erkenntnisse, um den Soldaten zu helfen. Da, ich hab was für dich. Was hab ich denn für dich? Ich habe etwas gefunden, das die Dämonen zurückließen. Habt ihr Verwendung dafür? Ja, das ist ausgesprochen hilfreich. Lasst es einfach hier, damit die Besänftigten und ich einen Blick darauf werfen können. Die Besänftigten? Dahin? Ja, gut. Ja. Bitte sagt mir Bescheid, falls ihr etwas findet. Okay. Da ist die. Kann ich was plündern? Nein. Ich nicht. Okay, und da geht's jetzt weiter. Naja, das machen wir in der nächsten Folge. Entfernt. Was ist denn das hier? Alles. Keine. What? Okay. Gut. Bis demnächst. Tschüss.